Frenkel frotzelt. Heute. Let's play together Diablo 3. Featuring Mone. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together Diablo 3. Und wir, das sind hier links im roten Bikini-Oberteil eine Schickse, die uns ständig hinterherläuft. Und meine Frau Mone, die jetzt hinterherläuft. Sag Hallo, Mone. Hallo, Mone. Und ich bin ein Barbar. Ihr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Wir sind kürzlich in den zweiten Akt gestartet und da machen wir jetzt irgendwie in so einem komischen Verlies weiter anscheinend. Ja. Also, auf geht's. Gehen wir einfach mal rein, ne? Hoffen wir's mal, ne? Dass wir da schon waren vielleicht, ne? Ach, na ja, das glaube ich nicht. So dumm sind wir ja auch wieder nicht, ne? Doch, diesen Zirkel hier haben wir schon erledigt. Okay, dann waren wir hier fertig. Da gibt es ja eh nichts Neues zu entdecken. Also hier wieder Russ. Genau, Schatten in der Wüste geht zur Brücke über die schwarze Schlucht. Ja. Ja, wo immer das auch ist. So, heulendes Plateau. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Die Herrscher der Hölle, Belial und Asmodan, haben vor, in diese Welt einzukommen. Ich werde ihre Armeen zermalmen und ihnen die Schädel spalten. Ah, scheiße, das waren ja die Gift-Heinis, die Spucker. Ja, ich hab's auch total vergessen und ich hab schon wieder die blöde Rulla in ihrem scheiß Bikini. Ja, die hat mich jetzt auch voll getextet. Da muss man ja aus dem Weg gehen, stimmt ja. Ja, ich bin voll reingerannt. Naja. Natürlich. Heftig, die roten Teufel da. Naja. Ja, bin nicht mehr so geübt gerade. Warte mal. Muss erst wieder reinkommen. Ich muss mir gerade mal meinen Sound ein bisschen runterdrehen, sonst hätt's mal wieder die Ohren zerrissen. Da geht ein Pfeil hoch, da müssen wir hin. Da geht's aber nicht weiter. Blödes Spiel. Ah, da. Nicht genug Rot. Junge, Junge! Klappe, ihr blöden Penner! Recht, ey! Das sind Spookies! Ja, ja, schon gesehen. Zehn habe ich sie auch, aber... Oh, noch mehr! Ah, das geht schon. Wenn man das einmal weiß... Ja, dann vergisst man es wieder. Ja, du! So, also wir müssen irgendwie da runter. Wahrscheinlich müssen wir außen rum gehen. Oder du bist in die falsche Richtung einfach mal geeiert und ich eier hinterher. Geht die blöde Trulla irgendwann mal wieder weg? Ich weiß nicht. Die findest du schon gut, ne? Gib's ruhig zu. Nee, der hat zu viel an. Hast du gesehen? Ich bin über die eklige Schlange gelaufen. Ich habe den Schrein der Erleuchtung aktiviert. Oh, Spookies! Schön. Also die nerven mindestens genauso wie die Pygmäen-Typen im zweiten Teil, in dem scheiß Dschungel, ey. Ja, die sind echt ätzend, weil man so drauf aufpassen muss. Ja, schon recht. Eieiei, ich bin fast verreckt. Muss man einen Schluck trinken! Ich verreck gleich. Hilfe! Hilfe! Ja, Hilfe ist gut. Ich bin selber in Schwierigkeiten. Das geht noch nicht. Gott. Oh nein. Naja. Ich hab sie dann erledigt, bis ich komme. Wie, bist du gestorben? Ja. Also. Ja, ging ja gut ohne mich. Ja, toll. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viel Scheiße an der Backe hab. Was habe ich denn hier? Eine magische Stangenwaffe. Na toll. Na gut.
Ja, die waren irgendwie schon recht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja. Ich muss dann meine Ausrüstung mal wieder reparieren lassen. Ja, und ich möchte eigentlich da runter. Geht's vielleicht doch? Müssen wir in die andere Richtung laufen? Ja, machen wir einen Vorschlag, weil jetzt der Pfeil zeigt ja wieder nach oben auf der Karte. Ja, dann muss man halt ein bisschen außen rum gehen. Ja, in die Richtung hier. Aua! Mano, blöder Depp. Mann, langsam gehen wir ein bisschen auf die Sack, die Schwuletten. Aber warte mal. Waren wir da drin, geheimer Altar? Ich weiß nicht. Wir waren in irgendwas drin, aber ob wir da drin waren, weiß ich nicht. Man könnte ja vielleicht sogar nachschauen in dem Questbook, ne, wenn man sich auskennen würde. Nee, ich geh mal kurz runter, dann checke ich das. Ich gehe auch runter. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon drin. Wollen wir nicht nochmal machen. Nicht? Nee. Das gibt Punkte! Nein! Na, warum gehst du denn dann rein? Wir gehen wieder raus. Ja. Weil da waren die Geister, dieser Zirkel-Hoshi. Naja, wenn du es sagst, jetzt lachen wieder alle über uns. Zirkel-Hoshi! Bootze! Ach man, voll neigerannt! Muss man jetzt ein bisschen aufpassen, muss man jetzt. Warte mal, ich habe ein Gurtzeug. Ja, ich konnte nicht aufpassen, weil ich habe leider die Kamera auf Zoom gestellt gehabt. Was war denn das jetzt, was ich da gekriegt habe? Ah, magischer, mächtiger Gürtel. Ja, mir bringt ja nichts. Nee, da geht's glaube ich nicht weiter. Brauchst du einen Gürtel? Sagen, wir latschen wieder zurück. Brauchst du einen Gürtel? Nö. Außer er hat Nieten. Ohne zu fragen, was er kann. Ist unglaublich. So eine Banausin. Also, come on. Renn nicht wieder so weit vor, weil dann heulst du wieder. Oh, guck mal. Da schon wieder. Aha. Ich zoome ja ab und zu mal rein, damit unsere Zuschauer unsere prachtvollen Gewänder sehen. Ja. Mit Stufe 18. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ach. Wie ich es gefunden habe, was? Die Schlampe will uns was erzählen. Ich gehe mal hin. Schlampe? Blöde Kuh. Ich bin Kuh. Nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Na. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Dies ist eine Zeit der Zeichen und Prophezeiungen. Eure ist nur eine weitere. Ihr dürft gern an meiner Seite kämpfen. Nein! Ich habe neue Kraft geschöpft. Toll. Ach so, die haut wieder ab. Wenn ihr in einer Gruppe beitretet, müsst ihr die Zauberin zu lange im Lager zurücklassen. Ah ja, okay. Wir können sie gar nicht mitnehmen. Leider, leider. Es tut mir sehr leid. Wir können sie nicht mitnehmen. Gott sei Dank ist sie warte mal. Übrigens über eine Schlucht. Das ist Quest. Was blinkt bei mir so ein bisschen was? Moment. Ja, bei dir blinkt ein bisschen was. Ah, ich kann neue Fertigkeiten wählen. Moment. Das muss ich jetzt mal angucken, ja? Stunden später! Ich kann die Gegner zu Frauen machen. Ich kann machen, jemand hat gesagt, du hättest ein rosa Höschen an, das stimmt halt, ne? Ich kann trotzdem Gegner zu Frauen machen. Ich kann machen, dass die bluten. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Schon lange nicht mehr so gegähnt. Ich will meine Schockwellen weiter behalten. Schau mal lieber, dass du dir mal eine andere Farbe zulegst. Das sieht echt schon ein bisschen schwul aus. Ein rosa. Naja. Naja. Warum blinken hier bei mir jetzt alles neu? Da ist doch gar nichts Neues. Revanche. Das probieren wir mal aus hier. Ja. Was haben wir hier noch? Dann weitergehen. Ja, warte doch mal. Hallo. Ich habe hier noch Erdbeben. Hallo. Hallo. Ich habe hier noch Erdbeben. Habe ich auch, ja. Oh Mann, ich habe eine neue Fähigkeit. Gibt gleich Erdbeben. Jetzt wart doch mal Sekunde, Mann. Ich muss doch mein Zeug einstellen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du bist ja wie ein kleines Kind. Die Zuschauer denken ja, ich bin auf Drogen. Also muss ich doch eher so ein bisschen so tun, als ob. Nee, das denken sie nur bei, wo ist denn jetzt hier zerfleischen? Ach, da. Ach, da muss ich das reinlegen. Kann ich das da reinnehmen? Was ist das hier? Das war Spalten? Und zu fleischen kann ich hier reinlegen? Nee. Was wollen die von mir? Ich weiß gerade nicht, was die meinen.
Seismisches Schmettern. Das habe ich doch hier schon. Wut. Okay. Ach so, okay. Ja, jetzt blinkt's nimmer. Jetzt habe ich es ausgemacht. So, los, weiter. Schön, auf was warten wir? Juhu! Monster! Oh Gott, Kacke! Oh Gott! Das ist ja furchtbar! Ah, Mann! Was hier abgeht! Die hat mich fast umgebracht! Fufumio! Was für ein Spacko! Bin wieder gesund. Oh, weia, jetzt muss ich aber ganz schön reinhauen hier. Gott. Was hab ich denn hier? Schaffen wir nie zu zweit. Was hab ich denn da für einen scheiß Totenkopf an der Rübe? Wir müssen dann lieber das schaffen sollen. Das ist unmöglich, wenn ich das nicht so sagen darf. Du musst lauter sprechen, wenn wir kämpfen, sonst versteht man gar nichts. Das schaffen wir nie. Natürlich schaffen wir das. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Zeit. Jetzt mal wieder ein Stück weglaufen, ne? Ja, ja, mache ich ja schon, wie eine Blöde. Du Schlampe! Was bist du mit mir? Ich spreche doch gar nicht mit dir. Auf keinen Fall. So, noch wer da? Bist du noch im Kampf verwickelt? Gott. Ja, zufällig hatte ich, glaube ich, den Hauptboss. Du Feigling, du. Ich habe auch mit dem Boss gekämpft. Nein, ich habe mit dem Boss gekämpft. Dann müssen hier ja mörderisch viele Sachen rumliegen. Ja, liegen auch. Jesus, ey. Ja, was denn? Bist du nicht gestorben? Stimmt. Außerdem höre ich schon wieder Panflöte. Da muss ich brechen. Ja, schrecklich. So. Jetzt ist noch die Frage, ich muss mal meine Gegenstände durchschauen. Ich habe nämlich so einiges gefunden. Mhm. Du auch? Ja, ne? Nö. Was nö? Ich habe gefunden ein magisches Zweihandschwert. Das ist zwar sehr gut, das will ich aber nicht. Ich will zwei Einhände der Waffen benutzen. So, dann habe ich einen magischen Köcher. Ja, zeig mal. Noch einen magischen Köcher. Was hat der? Stufe 9. Stufe? Weiß ich nicht, wo die steht. Die Stufe. Benötigte Stufe steht unten. Benötigt einen Bogen. Benötigt Stufe 9, ja, und benötigt Stufe 9 sind beide. Ja. Haltbarkeit? Soll ich es denn nicht einfach schnell gehen? Ja, dann gib's schnell her. Du kannst es ja dann vertickern, wenn es dir nicht passt. Ne, wo? Ja. 37, ne, der taugt nix. Der taugt nix. Ja, sind beide nicht so Brüller. Ich hab bessere. Ja, ja. Ich weiß schon, warum die das auch so machen. Ne? Das ist wegen diesem Auktionshaus. Da muss man nämlich dann Gegenstände für echtes Geld kaufen. Ja, ah, Spuggis! Spuggis! Wo bist du denn? Spuggis! Also das sind hier die widerlichsten Typenviecher, ehrlich gesagt. Oh, ja. Ein Oberspucki! Aber echt, der über 1000! Hallo? So, dann habe ich jetzt alles gegeben, was ich hatte. An Fähigkeiten. So, was haben wir jetzt hier noch? Einen erkundenden Schrumpfkopf des Fokus. Das ist eine Reisemaske. Das ist bestimmt wieder ein Medizinmann. Zauberer. Weg. Will ich auch nicht. Ja, muss doch irgendwie... Du lässt es liegen?
Ja, stell dir vor. Vielleicht ist das ja gut, das Chris-Messer. Dann nimm's mit. Naja, klar. Sag mal, ist hier irgendwie ein Eingang? Oder auf der Map sieht da so aus, als ob man da rein könnte? Ja, in die Hütte da halt wahrscheinlich, ne? Welche Hütte? Ach, da unten, ja. Da waren wir noch nicht drin. Keller. Hallo. Hä? Da waren wir noch nicht drin. In dem Keller. Hier ist auch ein Minenarbeiteraufzug. Wollen wir da mal drauf gehen? Warum wollen wir das erst in den Keller? Ja, dann gehen wir halt erst in den Keller. Keller ist doch geil. Naja. Wie geht es? Ich weiß nicht. Moment, muss man meinen Zoom wegschalten. Mit Zoom kann man gar nicht so richtig steuern immer. Das ist ein bisschen doof. Ja, ausreden hier. Das ist so.